Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Wir sind einige Meter weiter. Zunächst möchte ich das Vlies hier zeigen bei R4 an der Wand vom Randkelch, Restkelch. Und das wird benutzt, wenn verfüllt wird. Also hier wird zubuddelt, dann passt es. Blick auf B1. Ja, und gleich dahinter ist ja K7. Spätestens wenn wir um die Ecke rum sind, sehen wir da die ersten Schalungseinheiten der Kelchblüte. Vorher möchte ich aber hier rüber schwenken, denn für BA21 ist das Großbohrgerät jetzt da. Da geht's also jetzt weiter. Und zum Abbau Fundament Förderband hätte ich doch gerne mal eure Meinung. Viergeteilt haben wir schon gesehen von oben in einem der letzten Videos und wir haben auch gesehen von hier schon, dass da feine Löcher reingebohrt wurden. Und jetzt behaupte ich, die ziehen den oberen Quader inklusive der Säule hier unten raus. Und der Mario sagt zu mir, so ein Quatsch. Ja, was denkt ihr?
eins wunderbar im Blick, rechts der Südeingang. Wir wollen heute aber ein bisschen mehr sehen. Wo ist K7? Also die gelbe Plane auf dem Kelchfuß K7 ist schon zu sehen. Und rechts, aber genau im Profil, sieht man die ersten Schalungen von der Kelchblüte für den inneren Ring. Also die ersten zwei Einheiten sind dran, die dritte steht da hinten, wird morgen angedockt. Hoppla, da sind wir daheim. Ja, und das Ganze kommt von K6 und hier sehen wir auch, wie sowas geht. Man nimmt die äußere, eine von den äußeren raus und nach dem Absenken kann man dann die inneren herausbuxieren. Genau, das sind wir beide so sozusagen eingesagt, das ist voll klar. Aber genau, da ist es irgendwann an der Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!